Sam, bisschen Beeilung, Beeilung, Beeilung. Wie die guckt. Papier. Aber ich sollte vielleicht dann lieber gucken, was ich brauche. Stück Papier. Okay. Sollte eigentlich jetzt funktionieren. Ich habe Papier. Jetzt verstecke die Kopie in deinem linken Ärmel. Und nimm das Original. Ich habe das Original noch gar nicht. Ach, das ist das Original. Nimm das Original in deine rechte Hand. Dann platziere die Kopie in deiner linken Hand. Lege das Original in deine linke Hand zur Kopie. Lenke das Publikum ab. Nee. Sollte nur einmal ablenken. Bewege die Kopie in deine rechte Hand. Lass das Original in deinen linken Ärmel verschwinden. Manipuliere jetzt die Kopie, indem sie in Stücke reißt. Das soll eigentlich funktionieren. Das war falsch. Also nochmal das da. Das dahin, das dahin. Nein, 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 Moment. Das dahin, das dahin. Dann Kopie in die linke Hand. Das Original nach links. Publikum ablenken. Das dahin und das da nach oben. Und manipulieren. Hey, geht die Uhr richtig? Ist es wirklich schon 6? Auf welchen Drogen bist du denn? Ist doch erst Nachmittag. Sorry, ich bin mit meinen Gedanken schon beim Experiment heute Abend. Wenn wir schon dabei sind... Was machst du da? Wie wär's, wenn du meine Blätter einfach liegen lässt? Schreibfehler. Und da noch einer. Sam, leg die Blätter bitte wieder hin. Du machst mich echt fertig. Du meine Güte, das hast du jetzt nicht wirklich gemacht, oder? Jetzt ist Schluss mit lustig, Kinderman. Vielleicht gebe ich dir deine Blätter wieder zurück. Aber nur, wenn du mir die Wahrheit sagst. Wahrheit? Was willst du? Bist du jetzt völlig verrückt geworden? Ich habe das Drehbuch in deinem Zimmer gesehen. Ein seltsamer, entstellter Wissenschaftler. Ausgesaugte Gehirne. Du hast die ganzen Vorfälle inszeniert, um Material für deinen Film zu kriegen. Gib's zu! Was? Ich... Nein, ich... Verdammt nochmal, Sam! Gut, ich hatte vielleicht ein paar Ideen in der Richtung. Aber die basierten auf den Vorfällen und nicht andersrum. Lüg mich nicht an! Du arbeitest doch mit jemandem zusammen, oder? Mit einem Zauberer. Deswegen wusstest du auch, dass ich mich mit dem Thema beschäftige und hast vor dem Black Wand rumgelungert. Ein anderer ist für die Tricks verantwortlich und du bist der Spitzel. Was für ein Zeug rauchst du denn? Ja, ja, David Blaine und ich sind ein eingespieltes Team. Ja, darf ich mich vorstellen, Doppelagent Harf. Es überrascht mich, dass ich dir ins Netz gegangen bin. Meine Vorgesetzten beim CIA werden nicht begeistert sein. Verdammt nochmal, was ist nur los mit dir? Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Und ich hoffe für dich, dass das nur ein dummer Trick war und meine Blätter noch ganz sind. Das meine ich ernst. Mist. Mann, ich sollte dich dafür wirklich hassen. Tut mir leid. Warum bist du eigentlich so drauf? Gestern Abend ist doch nichts passiert, oder? Im Fitnessraum. Wir sehen uns, Harf. Es ist nichts passiert, oder? Weißt du, wir haben doch gar nichts gegen dich. Aber du machst es uns echt nicht leicht. Ach ja? Im Gegensatz zu dir kann ich mir Freundschaften nicht leisten. Wie so viele andere Dinge.
Okay, das war schon mal ein Schuss in den Ofen, liebe Sam. Das war schon wieder falsch. Guck, in der Bibliothek sind wir fertig. Dann gehen wir mal zur Kirche. Vielleicht finden wir da mal wieder Angela, die ihre Papierfeen bastelt. Keine Angela. Ist hier vielleicht irgendwas Interessantes? Ne, hier ist gar nichts mehr. Ich glaube, es geht schneller, wenn ich das so mache. Da habe ich mich nur da und dann gehen. Hier kann ich da jetzt vielleicht rein. Da war ich auch noch, glaube ich, noch gar nicht drin. Oder? Nein. Das sieht aus wie bei Harry Potter. Gemälde. Diese große Essenshalle. Ein Gemälde mit drei jungen Frauen. Wow. Wirklich. Dafür bin ich jetzt hier reingegangen. Es gibt hier nichts. Ich glaube, Yumirai war das, die mir erzählt hat, dass es auch hier irgendwie gedreht wurde oder so. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Ist alles schon wieder so lange her. Was soll ich denn hier? Oh, Harvey. Charles. Hallo. Hey, Charles. Was machst du denn hier? Lernst du? Ja, wie man bestimmten Leuten aus dem Weg geht. Leuten wie Helena? Ja. Keine Sorge, deine geheime Zufluchtsstätte bleibt unter uns. Danke, Sam. Charles? Ja? Artikel aus der Scientific American Helena, Magie, jüngerer Bruder? Du hast gesagt, dass du Dr. Stiles vor dem Experiment nicht gekannt hast. Ja. Dann würde ich gerne wissen, warum du ein Exemplar der Scientific American mit seinem Artikel hast. Hä? Meine Mutter hat mir die Zeitschrift geschickt, nachdem ich ihr von Dr. Stiles erzählt hatte. Meine Güte. Klar, deine Mom, verstehe. Woher weißt du das mit dem Artikel überhaupt? Ich habe ihn nie erwähnt. Muss mir irgendjemand erzählt haben. War es Helena? Hat sie bei mir herumgeschnüffelt? Wahrscheinlich war sie es, ja. Sei ehrlich. Helena hat gar kein Interesse an dir, wenn niemand von uns dabei ist, oder? Doch. Hat sie. Tja, wahrscheinlich tut sie nur so. Nein, glaub mir. Sie will mich wirklich haben. Ich weiß das, weil mir jedes Mal, wenn sie in der Nähe ist, der kalte Schweiß ausbricht. Du gehörst zu den wenigen Frauen, bei denen das nicht so ist. Ich glaube, es liegt daran, dass du mich nicht als Objekt siehst. Oh doch, ich sehe dich als Objekt, Charles. Aber halt eher als ein großes, knuffiges, zu Boyband-mäßiges Objekt. Das geht auch. Was hältst du eigentlich von Zauberei? Du meinst so wie bei Mystery-Serien im Fernsehen? Nicht ganz. Du kennst doch bestimmt jemanden, der Zaubertricks drauf hat, oder? Mein Großonkel hat immer Münzen hinter meinem Ohr hervorgezaubert. Aber dann hat er sie mir nie gegeben. Gehört das nicht dazu? Ich meine, warum der Trick mit der Münze und den Kinderohren, wenn man sie dann selbst einsteckt? Ja, echt übel. Hör zu, in Oxford gibt es doch bestimmt Leute, die zaubern können. Kennst du jemand? Was? Hier? Tz. Lassen wir das Thema. Ich habe gehört, du hast einen Bruder. Muss cool sein, Geschwister zu haben. Wer, ich? Nein, ich bin ein Einzelkind. Echt? Ich hätte schwören können, dass irgendjemand meinte, deinen jüngeren Bruder getroffen zu haben. Eher so der pummelige Typ. Nein, da sind nur meine Mutter und ich. Ich verstehe. Kann ich ihm das Foto zeigen? Vermutlich nicht, weil er müsste ja, dass ich bei ihm rumgeschnüffelt habe, oder? Das habe ich in Charles Zimmer gefunden. Ja, ich weiß, dass du das in Charles Zimmer gefunden hast. Nein. Du, Sam. Du bleibst hier. Kann ich ihm das zeigen? Ich wüsste im Moment nicht. Nö. Ach so, ja, aber das brauche ich ja nicht mehr. In die Richtung darf ich beides nicht.
Okay. Ich bin auch noch nicht fertig. Ich wüsste im Moment nicht. Du könntest ihm das Bild zeigen, Mademoiselle. In dieser Richtung liegt eine große Wiese. Im Moment. Was kann ich das doch für ein Spaziergang? Gucken wir da noch mal rein. Nein. Gucken wir da noch mal rein. Dann können wir da hin. Vielleicht der Mephistopheles noch was für uns. Der war da. Nein, natürlich war er das nicht. Dass ich mir aber immer denke. Das ist natürlich immer die andere Richtung, die ich nicht gehen möchte. Gucken wir uns da mal um. Miss Everett, ich hatte gehofft, dass Sie heute hier vorbeischauen. Freut mich, dass Sie mich vermisst haben. Ich habe vorhin ein bisschen ausgemistet und etwas gefunden, das Ihnen gefallen könnte. Was ist das? Eine magische Laterne. Man stellt ein Bild hinein und die Laterne projiziert es dann wie ein Hologramm nach außen. Mal sehen, ob sie noch funktioniert. Oh, wow! Da ist ein Schmetterling dabei, aber Sie können jedes beliebige Bild dafür verwenden. Früher hat man solche Laternen gerne bei Seancen benutzt. Was kostet sie? Sie stand jahrelang im Schaufenster und es wäre unangemessen, dafür Geld von Ihnen zu verlangen. Ich schenke sie Ihnen. Oh, wirklich? Das ist ja nett von Ihnen. Ich... Danke. Vielleicht kann ich sie ja irgendwann mal bei meinen Shows benutzen. Genau. Danke. Gern geschehen. Kann ich die da reinmachen? Die Fee passt zwar in die Laterne, aber im Moment wüsste ich nicht, warum ich sie da reintun sollte. Ah, schön. Hast du da noch was für uns... Interessantes Information. Jetzt gerade komisch einen Satz beende, damit er Sinn ergibt. Ja, Samantha.